also auf vielerlei Wunsch, wie Pelmeni gemacht werden. Jetzt zeigt meine Frau das ganz kurz. Sie rollt einen Teig sehr dünn aus. Das ist wichtig, dass er sehr dünn ist. Aber zu dem Rezept, ich glaube, da sagt sie selber was dazu, wie die Füllung ist. Würde ich sagen, da kann sie das einfach besser. Also für den Teig nimmt man 500 Gramm Mehl, 2 Eier und ja, so Wasser ungefähr, damit einfach elastischer Teig entsteht. So nach Gefühl. Und ein bisschen Salz. Und dann muss man das so schön ausrollen. Also nicht zu, der Teig soll nicht zu dick sein, weil sonst werden dann die Pelmeni, der Teig war dann zu dick und es schmeckt nicht so sehr. Das muss schon dünn genug sein. Und du hast die Zwiebeln eben vorher angebraten? Also für die Füllung habe ich jetzt Hackfleisch genommen, 3 Zwiebeln klein geschnitten angebraten. Man kann es, wenn man sie fein genug schneidet, muss man sie auch nicht unbedingt anbraten, aber sie hat die Erfahrung gemacht, wenn man sie nicht so fein schneidet, dann werden sie nicht so ganz durch beim Kochen. Deswegen habe ich sie ein bisschen angebraten und dann einfach Salz, Pfeffer, fertig, zusammengemischt. So. Jetzt gucken wir mal, ob das gut dünn genug ist. So. Ja, muss man auch Erfahrung sammeln. Es geht einfach manchmal so echt nach Gefühl. So, dann nehme ich so ein Glas. Und da einfach Kreise ausstechen. So, ich mache jetzt nur eins ab. Da kann man jetzt einfach sehen, wie ich das fühle. Dafür brauche ich erst einen Teelöffel. Dann nehme ich so einen Kreis. Einen Teelöffel von Hackfleisch. Und jetzt so zusammenkleben von allen Seiten. So, und dann, hier ist ein Ende und da ist ein Ende. Und diese einfach ein Ende übereinander klappen. Und dann entsteht so ein Pelmeni. Nochmal genauer. Nochmal. Also Füllung nehmen. So, übereinander klappen. Die Teighälften, alles stopfen. So, und jetzt zusammenkleben. So, und jetzt seine Ende übereinander kleben. So, fertig. So, und die werden dann einfach in kochendes Wasser geschmissen, bis sie hochkommen, dann sind sie gar. Genau, also kochendes Wasser mit etwas Salz drin. Warten, bis sie hochkommen, vielleicht so eine Minute köcheln lassen, dann rausnehmen. Fertig. Alles klar. Jetzt werden diese Pelmeni in das Wasser, kochende Wasser, blubbernde, kochende, gesalzene Wasser eingesetzt. Ein Topf kommt ein bisschen Öl rein, damit sie nicht gleich zusammenkleben, wenn man sie dann rausholt. So, jetzt kann man sie mit Schaumlöffel rausholen und in den Topf mit dem Öl. Und dann so ein bisschen schwenken. Ich mache noch einmal mein Scheu oder ein bisschen Butter rein, so ein Stück Butter. Und schwenken ein bisschen, dass sie nicht aneinander packen. Ja. Das ist schon soweit. So, jetzt kann man sie schon anrichten mit ein bisschen Sauerrahm oder saure Sahne oder Schmand. Schmeckt das ganz lecker. Das ausschneiden, gucken, wie es drin ist. Sieht ziemlich gar aus. Ja, also guten Appetit. Und tschüss.